Guten Tag. In der Kniepex-Werkstatt geht es heute um die Kniepex-Klickschellenzange. Ich bin Jürgen Steinau vom Kniepex-Produktmanagement-Team und möchte Ihnen die Eigenschaften dieser Zange nun etwas näher erläutern. Klickschellen sind wiederverwendbare Schlauchabdichtelemente für den Unterdruck- bis Niederdruckbereich und wir unterscheiden im Grunde genommen zwei geläufige Bauarten, eine ohne Anschlag in der Verriegelung und eine mit Anschlag in der Verriegelung. Die beiden Verriegelungssysteme sind so unterschiedlich konstruiert, dass man für jedes eine genau darauf abgestimmte Zange braucht, also für jeden Ring eine eigene Zange. Kniepex ist es nun gelungen, eine Zange zu bauen, die beide Ringe gleichermaßen öffnen und schließen kann. Um die Zange so universell einsetzen zu können, haben wir die Greifbacken asymmetrisch gestaltet und außerdem sind die Greifbacken drehbar. Ich zeige Ihnen den Einsatz der Kniepex-Klickschellenzange nun zunächst an den Klickschellen ohne Anschlag in der Verriegelung. Wir legen die schmale Seite der Greifklaue hinter die Rastnase, die breite Seite hinter den Rasthaken und drücken die Zange so lange zu, bis der Verschluss hörbar einrastet. Nun ist der Ring geschlossen. Zum Öffnen des Rings drehen wir die Zange einfach andersherum und drücken wieder zu und der Ring springt auf. Falls wir keinen Platz zur Verfügung haben, um die Zange umzudrehen, können wir die Zange auch in der Position behalten, dazu aber die drehbaren Greifbacken drehen und somit aus derselben Position heraus diesen Ring wieder öffnen oder andersrum gedreht auch wieder schließen. Das Ganze geht auch aus jeder anderen beliebigen Position zur Schelle hin. Und das verleiht dieser Kniepex-Klickschellenzange eine sehr große Universalität im Einsatz. Schauen wir uns nun den Einsatz der Kniepex-Klickschellenzange an Klickschellen mit Anschlag in der Verriegelung an. Hierzu müssen die Klauen so gedreht werden, dass die schmalen und die breiten Seiten übereinander stehen. Dieser Ring ist ja nun schon zu, deswegen öffnen wir den mal zuerst. Wir legen dazu die Backen längs am Verschluss an und benutzen die schmalen Seiten als Anschlag für die Länge und drücken zu, der Ring springt auf. Wenn wir nun die schmalen Seiten der Klauen einmal hinter der Rastnase einhaken und einmal hinter dem Anschlag einhaken und zudrücken, dann rastet auch diese Klickschelle sicher in der Verriegelung ein. Zum Öffnen, wie gesagt, seitlich anlegen. Auch hier sind wir wieder in der Lage, durch die drehbaren Backen uns von jeder Richtung dem Verschluss zu nähern, was auch hier der Zange wieder eine sehr große Universalität verleiht. Mit der Kniepex-Klickschellenzange eröffnen wir noch eine weitere Möglichkeit. Wir haben im Maul der Klickschellenzange eine weiche Verzahnung angebracht. Und mit dieser weichen Verzahnung kann man Schläuche greifen, die sich im Laufe der Zeit auf dem Stutzen festgesetzt haben und diese schonend vom Stutzen lösen. Die Kniepex-Klickschellenzange kann alle handelsüblichen Klickschellen auf dem Markt schließen und öffnen. Und das mit nur einer Zange und aus jeder erdenklichen Richtung. Damit ist sie einzigartig im Markt. Wieder mal hat die Firma Kniepex das Schaffen in der Werkstatt ein wenig leichter gemacht.